Wo stehen wir hier überhaupt? Also ich weiß, dass das hier ein Flugzeug sein soll, aber irgendwie steht Marios Kopf gerade in der Luft. Naja, wir sind wohl wirklich einfach in den Wolken. Na gut. Ich glaube, hier sind die Regeln genau gleich wie sonst auf dem Flugzeug. Sprich, wir rutschen hier überall aus. Denn der Wind ist einfach zu mächtig, viel zu stark für uns, als dass wir das ausweichen könnten. Und... Sölle, wie soll ich da rüberkommen? Oder kann ich mich hier... Ah, wenn ich nach oben drücke und oben gedrückt halte, kann ich mich rüberschleudern lassen. Boah, das war ein bisschen too much. Oh, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Okay. Jetzt holen wir uns die Schüssel. Oh, aber bitte nicht runterfallen und sterben. Das wäre suboptimal. Nein. Okay. Diesmal werde ich nicht runterfallen. Und los. Oh mein Gott. Halber Herzinfarkt, wenn man das macht. Aber wir haben's easy peasy durchgeschafft. Oh yeah. So, nur noch ein Level und dann können wir Donkey Kong vom Flugzeug werfen. Ist er überhaupt derjenige, der das hier alles fliegt? Ist er auf Autopilot oder wie soll ich mir das hier eigentlich vorstellen? Weil irgendwer muss das hier doch steuern, oder? Okay, dann würde ich sagen, machen wir aber weiter mit dem nächsten Level. What? Okay, Schalter. Was machst du, Schalter? Ne, den darf ich nicht aktivieren, sonst komme ich hier nicht durch. Verstehe. Niu. Okay, ich lass. Aber ich will's lustig. Hier sind ein Haufen Türen. Warum auch immer. Ich will mich halt veräppeln, I guess. Den sollten wir mitnehmen. Aber wir sollten den nicht verlieren, wenn wir den mitnehmen. Wir werden leider abgeschossen. Von irgendwem. Ist nicht so gut. Ah, okay, also andersrum. Also, den Schlüssel wollen wir hier hinlegen. Dann so. Ja, ich wollte gerade sagen, ich werde da angegriffen. Ich überlege gerade, wie das gewollt ist. Warte mal, kann ich hier nicht hoch? So. Nee. Hä, also wollen die wirklich einfach, dass ich den Schlüssel, der nach maximal 10 Sekunden schon wieder verschwunden ist? Dass ich den nach unten bringe? Ja, nee, dann kommt... Das Ding ist, ich komme hier nicht durch, weil er ein Stachel ist, ne? Oder ist das ein Stachel? Das ist ein Stachel. Hä? Irgendwas übersehe ich. Irgendwas Riesiges. Da musst du irgendwie langkommen. Ist das Level sofort vorbei, wenn ich mit dem Schlüssel ins Ziel komme? Hier ist ja nichts anderes, ne? Warte, ich kann hier runter. Oh, ich kann hier runter und den Schlüssel dann aufheben. Warum sehe ich diese Leiter erst jetzt? Wahrscheinlich, weil die so unscheinbar ist für mich. Naja, wie immer. Jetzt zack. Okay, passt. Aufheben. Perfekt. Warum ist da... Das sind Schätze. Okay, keine Ahnung. Du fährst hier lang. Okay, warte mal auf mich. Wofür brauche ich dich? Ich habe keine Ahnung. Ich setze das einfach mal hier hin. Erstmal. Weil ich aber keine Ahnung habe. So, zack. Rüber. Nimm mit. Okay. Wozu will ich diese... Wozu will ich wieder nach oben? Wow! Wow, ich werde ja abgeschossen hier. Warum check ich das nicht? Keine Ahnung. Wofür will ich diese... Alter. Oh, jetzt versteh's. Jetzt versteh's erst. Ich will wieder nach oben. Ich glaube, ich will damit wieder nach oben, oder? Moment. Ich habe eine Idee. Lass mich mal ausprobieren. Okay.
Du sitzt wieder da hier. Was? Also normalerweise kommentiere ich nicht so wenig, ne? Das wisst ihr eigentlich, aber ich bin gerade übelst verwirrt. Dieses Spiel verwirrt mich so komplett. Komm her. Kannst direkt wieder weiter. Kannst direkt wieder weiter, sagte ich. Ja, aber nicht ich. Wir warten. Komm her. Nein, komm her. Bro, wo ist er? Da ist er wieder weg. Nee. Keine Ahnung. Ich hab absolut keine Ahnung, wer ich ehrlich bin. Ja, danke Musik. Ich weiß, dass es gerade knapp ist. Aber was erwartet das Spiel zwar bitte von mir? Ich meine, ich kann da auch nicht an den Stacheln vorbei. Nee, jetzt mal ehrlich. Was erwartet das Spiel denn jetzt von mir? Hä? Okay. Ich glaube, ich hab's einfach wirklich nicht gecheckt, ne? Basically. Ja. Ich tue es einfach nach unten, damit ich runter kann. Und dann hol ich es unten ab. So, das war's. Nein! Nein, 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 nein! Komm her, komm her, komm her! Oh nein, oh nein. Ach man. Warum? So. Okay. Runter. Komm runter, komm runter. Perfekt. Jetzt ist halt die Sache. Ja, aber klar. Aber jetzt ist halt die Sache. Wie komme ich bitte an diese Items dran? Okay, also klar. Wie das jetzt rüberbringe, ne? So, das war's. So krieg ich's rüber. Aber... Es könnte die gleiche Methode sein wie das eine Level, wo ich nicht alles gesammelt habe. Und zwar, dass man so nach oben kann. Da muss man aber halt alles neu machen. Aber basically... Tatsache. So, kommt hier hoch, Freunde. Ja. Müsst ihr aber alles dafür neu machen. Jetzt habe ich es mal gezeigt. Ich sammle da jetzt nicht alles ein. Okay, und los, und los, und los, und los, und los. Und schnell mitnehmen. Ja, ihr wisst ja jetzt, wie man da hochkommt. Es ist ziemlich nervig und nichts, worauf ich Lust habe, deshalb werde ich es lassen. Aber für die, die wissen, wann man da hinkommt, jetzt wisst ihr es generell an hochgelegenen Orten, wo man normalerweise nicht hinkommt. Wahrscheinlich ist die Lösung der Schlüssel als Plattform benutzt. Dafür müsst ihr halt den Schlüssel auffangen und dann später neu einsammeln. In diesem Level auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich habe jetzt, glaube ich, mit 30 Leben genug Chancen, den Affen hier runterzuwerfen. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Das kann ich bewegen. Okay, das war interessant, wie es einfach angefangen hat. Okay, DK. Wow. Okay, wir nehmen den mal mit. Komm mal mit, Kumpel. Kann Boing machen. Und das Ding wegwerfen. Perfekt. Okay. Ich hab eine Idee. Ja! Mit dem Backwards Jump kommen wir besser durch. Bam! Getroffen. Okay. Wir wollen basically einfach den Backwards... Ah, nein! Oh mein Gott! Den Backwards Jump hier benutzen! Wenn möglich! Wenn passend! Ja. Bam! Aber nicht in DK rein! Lebe ich noch? Nein, da stirbt man. What the hell? Das hab ich noch nie gesehen. Wie Donkey einen wegwirft. Oh mein Gott. Na gut. DK macht jetzt keine Späßchen mehr. Ich meine, macht Sinn. Wenn wir ihn lassen würden, wird er noch zu King Kong. Und dann als nächstes kommt das Empire State Building oder so. Keine Ahnung, was er sich als nächstes unter den Nagel raubt. Jedenfalls. Ja, toll. Machen wir halt alles kaputt, Kumpel. Ach, nice. Das lässt du mir übrig. Das ist sehr nett von dir. Das werde ich gegen dich benutzen. Ich kann mich immer noch nicht in der Luft drehen. Ich vergesse das die ganze Zeit. Ja, nice. Nochmal von vorne. Ja, nee. Du kannst dich mit dem Jump nicht nach oben packen. Der Jump ist ein bisschen höher. Aber dafür auch schwieriger zu landen. Also, oder generell auszuführen. Ja. Mit etwas in der Hand kann man ja auch nicht ausführen. Sehe ich erst jetzt. Oder merke ich erst jetzt, wie auch immer. So, nein, bitte nicht. Okay, knapp.
Bam. Jetzt habe ich es, glaube ich. Einfach den nehmen. Und BAM! Boah, das hat... Die drei Level haben länger gedauert als erwartet. Wow. Da ist auch sein Sohn. Was will denn dieser... Dieser laufende Horde von uns? Warte mal, der Boden geht kaputt. Sind wir jetzt in einem Gebirge wieder? Oder in der Wüste? Nochmal? Irgendwas stimmt hier nicht. Safe, yes. Wo führt uns da hin? Wo sind wir gelandet? Wir sind an einem Eisberg. Ein sehr großer Eisberg oder mehrere Eisberge, wie ich hier sehe. Kann das sein, dass ich hier ausrutsche? Lass mal sehen. Nicht wirklich. Also nicht wirklich, dass ich es merke. Ah, verstehe. Der laufende Hothead, der kann uns den Weg frei bahnen. Aber wahrscheinlich bedeutet das auch, dass es hier Level gibt, die auf Zeit spielen damit. Würde zumindest Sinn machen. Na gut. Dann machen wir mal auf Zeit, ne? Da, jetzt habe ich die befreit. Und die helfen mir jetzt hier durchzukommen. Aber ich darf mich natürlich nicht treffen lassen von denen, sonst ist es Game Over für mich. Okay, ich traue mich mal da hochzugehen. Kann ich überhaupt? Ja, nein! Nein? Nicht? Das geht nicht. Mario braucht festen Boden, sonst geht's nicht. Na gut, zumindest kann ich hier lang. Boing, boing, babadadam. Okay, aber jetzt aufgepasst, jetzt kommen die wieder. Oh. No. Was soll? Also ich soll... Oh Gott, warte. Ich soll den Schlüssel... Ab diesem Zeitpunkt hier, wo alles zu ist... Mit mir selber zusammen rausbringen? Hau. Jetzt mal ehrlich. Also das hier muss ja zu sein. Was ist das unten? Der Weg dazu, ne? Warte. Ich will es nochmal zeigen. Ja genau, sonst kommen wir nicht zum Ziel. Aber nur der Schlüssel kommt dann nicht zum Ziel. Warte mal. Das ist jetzt so ein Level, da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen ausprobieren. Oh Gott, den kann ich nicht killen. Oh Gott, was will er denn hier unten? Okay. Suche ich mir schnell neu, das ist ja kein Problem. Genau. Ja. Das Problem ist, den Schlüssel selber kriege ich weg. Aber wie kriege ich mich selber da dann weg? Zack, was mache ich jetzt? Ich bin hier stuck für immer und ewig. Ja, und jetzt ist der Schlüssel wieder hier. Ja, ist vorbei. Ich weiß es nicht. Vielleicht war das irgendwas mit diesen laufenden Hotels zu tun, dass ich die zu früh befreit habe und die mir dann alles kaputt gemacht haben oder so. Das wird sein. Okay, lass uns das Time-Up, genau. Nochmal versuchen. Okay. Ja, das geht zu. Der Kumpel da, der macht ja alles weg. Ich kann durch. Perfekt. Ich komme mit. Okay, wunderbar. Badambam. Will ich die befreien? Oder will ich nur kurz aufmachen? Will ich schneller sein als die? Was ist hier? Was will ich hier? Frag ich mich. Da komme ich nicht hoch. Noch nicht. Vielleicht reicht das auch schon? Nee, ich komme nicht mehr nach oben. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich muss jetzt mit den Konsequenzen leben. Okay. Schön und gut. Die haben jetzt wieder alles frei gemacht. Nicht, ich muss irgendwas übersehen haben. Das kann aber nicht sein, eigentlich. Weil, wie kommt. Hm? What? Also. Ich check's überhaupt nicht. Ich komm gar nicht mehr mit. Das Spiel wird jetzt richtig kompliziert, wie man merkt. Kumpel. Kumpel. Ja, bleib mal hier. Ich gehe dann den Schalter umlegen und was mache ich dann? Nee, das gucke ich nach. Das checke ich nicht.
Keine Ahnung. Oh. Ja, das habe ich nachgeschaut und okay, danke Spiel. Darf ich bitte wieder nach oben? Ja, darf ich. Okay, einen Moment. Steuerung ist gerade ein großer Gegner. Der große böse Donkey Kong ist jetzt eine Steuerung. Nee, keine Ahnung. Schalter aktivieren. Und jetzt können wir klettern. Dafür ist die Leiter da. Keine Ahnung. Ich hab dazu absolut keine Worte. Keine Ahnung. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Kann man so festhalten, glaube ich. Komm, gib mir irgendwas. Das ist... Ja, es ist irgendwas. Komm. Oh Gott, Mario, wo bist du denn jetzt? Oh Gott, wenn wir da runterfallen im Wasser, sind wir, glaube ich, instant eingefroren und somit ist dann Mario nutzlos für uns. Oh. Ich glaube, bin ich da gerade gerutscht? Oh, ich kann schwimmen. Ist hier unten irgendwas? Tatsache. Oh, hi. Wow, wow, wow. Mama mia. Was ist das denn jetzt? Hä? Was macht das? Hm? Ich bin kurz hochschwimmen. Irgendwas Bewegtes. Boing. Ja, ein bisschen rutscht man, glaube ich. Ich glaube schon. Ja, auf den Dingern rutscht man. Auf den Eisblöcken. Ich glaube, das sind Eisblöcke darstellen. Jedenfalls, da rutsche ich. Alles andere aber noch nicht. Ach komm, lass mich doch einfach hoch, Mann. Ist doch nervig. Wer hat sich das ausgedacht? Aber wenn ich da drauf stehen bleibe, dann... Ah. Ach Mist. Nein! Geht das überhaupt? Ich will nochmal runter. Mach nochmal den Schalter um. Nochmal hoch. Ist jetzt ein anderes Timing hier? Kann das sein? Ja, jetzt ist ein anderes Timing hier. Perfekt. Dann muss man so rum bewegen. Was bist du für einer? Hi, Kumpel. Hast du ein Problem mit mir? Der hat definitiv ein Problem mit mir. Der will nicht, dass ich einen Schlüssel bekomme. Na komm, komm her. Mario Number One. Okay, ich hole ihn nochmal. Kein Problem. Ich kann auf dem drauf stehen bleiben. Kann ihn aber leider nicht mitnehmen. Komm her, komm her. Okay. Perfekt. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Bisschen rumspringen, damit das nicht so weit nach unten geht. Und Ziel. Puh. Okay. Hier, das hätte eigentlich das erste Level sein müssen, oder? Hier lernt man ein bisschen mehr die Mechaniken, was auf einen zukommt. Das war ein gutes Level. Nur habe ich den Gegner unten nicht ganz verstanden. Der saugt an meinem Kopf wie ein Metroid und dann ignoriert er mich irgendwie. Ich meine, ich habe einfach nur gespammt und irgendwie konnte ich entkommen. Absolut keine Ahnung. Na gut, Pinguine und andere kleine Viecher. Okay, da oben ist der Schlüssel. Um an den ranzukommen, müssen wir aber erstmal den irgendeinen Schalter aktivieren. Verstehe. Macht ihr Schaden? Also, ich kann auf jeden Fall auf mich drauf stehen bleiben. Und das muss ich auch nutzen, um hier durchzukommen. Das waren schon alle Teile? Nein. Hier ist der Schalter! Aber hier sind Pinguine. Können die irgendwas? Also, ich kann auf den drauf springen. Und ich kann die auch killen. Sorry, Leute. Ich hoffe, keine Pinguinmütter haben das jetzt gesehen. Das wäre nicht so gut. Und hier ist das Ziel? Nee, hä? Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ich dachte, hier wäre das Ziel. Was habe ich verpasst? Wo ist das Ziel? Wo ist das Tor? Hä? Was? Wo ist das Ziel? Ich meine, da unten ist doch ein Block, den ich nicht benutzt habe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier hilfreich ist. Hast du was damit zu tun? Der macht halt da unten zu. Warum? What? Ist das hier versteckt? Ist das hier versteckt? Warte mal, was machst du eigentlich? Ja genau, Trampolin, dachte ich mir schon. Ja, wozu brauche ich den Trampolin? Keine Ahnung. Eigentlich brauche ich keins. Meine einzige Theorie, die ich noch hätte, ist das hier. Versteckt was ist? Nee. What?
What? Muss der zu sein? Okay, warte mal. Es kann sein. Ja, komm, ist egal. Es könnte sein, dass der Schlüssel hier liegen muss und das wieder zu ist. Und dann habe ich den nochmal hier unten, während das da zu ist. Aber das hilft doch überhaupt nicht. Wozu ist das Trampolin hier? What? Ich habe so viele Fragen gerade. Muss ich jetzt rückwärts gehen? Komm, wir gehen mal rückwärts. Na. Das schaue ich noch. Wow. What the hell? Habt ihr da einen Exit gesehen? Ja, ich lag richtig. Hier ist ein unsichtbares Secret. Also ein unsichtbares Exit, meine ich. Und zwar, wisst ihr, wo es ist? Na, ich gebe euch ein paar Sekunden. Hm, nein. Ja, nee. Ganz kalt daneben. Ganz knapp daneben. Es ist hier. Kann man nicht erkennen. Überhaupt nicht an den Sprites. Also die geben gar keine Hinweise. Rate einfach. Viel Spaß. Also wenn das so weitergeht, ne, ich glaube, dann werde ich hier pro Folge nur noch 2 Level schaffen. Aber gut, ich würde sagen, Donkey Kong sparen wir uns dann für nächste Folge auf. Das wird dann richtig interessant. Vielleicht kriegen wir sogar die Welt schon durch. Stage 7, wie viele kommen da noch? Stage 8 vielleicht schon das letzte?